Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Einen weihnachtlich-musikalischen Flashmob stellte die Musikschule Ludwigshafen am Samstag in der Rheingalerie auf die Beine. Ab 11 Uhr sammelten sich die Teilnehmer in den Räumlichkeiten der Rheingalerie, bevor sie sich auf diverse Startorte verteilten. Mehrere Wochen hatten sich die Musikschüler auf ihren Flashmob-Auftritt vorbereitet und das Stück Rudolph the Red-Nosed Reindeer einstudiert. Der Flashmob war das abschließende Highlight des Jubiläumsjahres der Musikschule, nachdem man ein für den 14. Dezember geplantes Weihnachtskonzert aufgrund von Terminschwierigkeiten leider absagen musste. Die Musikschüler diverser Altersklassen zogen dann ab 12 Uhr in 7 Gruppen musizierend durch die Hallen des Einkaufszentrums. Alle Gruppen sammelten sich anschließend auf einer Bühne inmitten der Rheingalerie, um dort nochmals gemeinsam das Stück Rudolph the Red-Nosed Reindeer aufzuführen. Angela Bauer von der Musikschule freute sich über die gelungene Aktion, bei der sich vor allem auch die teilnehmenden Kinder sehr engagierten. Also der Verlauf war super, bin total begeistert, hat richtig gut eingeschlagen, glaube ich. Es hat super geklappt, waren alle dabei, wir hatten über 200 Teilnehmer von der Musikschule und ja, wir bereiten uns seit circa 3 Wochen vor. Wenn man bei uns durch die Musikschule gegangen ist in den letzten 3 Wochen, hat man aus allen Räumen Rudolph gehört. Also es waren ganz kleine dabei aus der musikalischen Früherziehung, so mit 3-4 Jahren, bis hin zu unseren Großen mit knapp 20. Wie geht's jetzt weiter nächstes Jahr dann an der Musikschule? Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf unser Hauptgeschäft und wir werden im Januar ist Jung musiziert, der Wettbewerb, und ja, da laufen die Vorbereitungen und dann geht's weiter in unserem Konzertprogramm. Danke, viel Erfolg. Viele Besucher und Kunden blieben stehen, um die rund 10-minütige Flashmob-Aufführung zu verfolgen. Darunter war unter anderem Georg Kutan, der sich vor kurzem auch bei einem Benefizkonzert der Musikschule für den neuen Bewegungsparcours in Ludwigshafen engagiert hatte. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es zufällig heute Morgen gelesen in den MRN-News, dass das stattfindet. Und ich war ohnehin in der Stadt. Und dann habe ich gesagt, finde ich auch den Weg in die Rheingalerie. Es hat mir super gefallen. Ist es auch Ihre Musik zur Weihnachtszeit? Ja, wir hatten insbesondere vor der Vorweihnachtszeit ja auch ein Benefizkonzert veranstaltet mit einer ähnlichen Musik. Und mit dieser Musik kann man alle Türen aufmachen und alle Herzen erobern.